Der Besuch des Nicolo gehört in der Kinderstadt Treskirchen selbstverständlich dazu. In Begleitung von Bürgermeister Andreas Babler wurden somit auch in diesem Jahr viele tolle Geschenke an die Kinder verteilt. Am 6. Dezember fand die Veranstaltung Nicolo im Park statt, bei der im stimmungsvollen Ambiente des Stadtparks das beliebte vorweihnachtliche Fest für die Kinder der Stadt zelebriert wurde. Der Nikolaus, der Bürgermeister und zahlreiche engagierte Helfer versammelten sich, um die Kinder mit Geschenken zu überraschen. Also ich habe schon mit den Kindern geredet und sie freuen sich schon sehr auf den Nicolo überhaupt und auf die Weihnachtszeit. Und erzähl mir von deinen ganz großen, tollen Geschenken. Und die Kinder freuen sich natürlich schon Wochen zuvor auf den Nicolo. Und es ist ein Highlight in der Vorweihnachtszeit für die Kinder, wenn der Nicolo in den Stadtpark kommt und die Kinderaugen strahlen, alles ist beleuchtet. Es ist einfach schön zuzusehen. Wir machen ja das schon einige Zeit in der Stadt. Und Sie sehen selbst, also die Schlange an Kindern ist riesengroß. Ja, ist Wahnsinn. Man sieht natürlich die Kinder, wie sie da mit strahlenden Augen zukommen. Natürlich ist es eine tolle Geschichte und das freut uns. Da steckt eine Menge Arbeit dahinter, aber das ist das Wichtigste. Die Kinder bekamen jeweils ein Sackerl und ein Foto mit dem bärtigen Mann und seinen Helfern als Erinnerung an diesen besonderen Tag. Also ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, aber auf jeden Fall sehe ich da einen riesengroßen Nicolo. Habt ihr noch was anderes entdeckt, vielleicht nebenbei? Noch ein Nikolaus. Wie gefällt es euch denn heute Tag hier? Also mir gefällt es bis jetzt richtig gut. Auch sehr cool. Und was sagst du heute? Wie gefällt es dir bis jetzt? Ja. Die Eltern konnten sich mit Punsch verwöhnen lassen, während die Kinder ein vielseitiges Programm genossen, das einen Streichelzoo, ein Weihnachtspostamt und eine Rätselrallye für die zahlreichen kleinen Besucherinnen und Besucher bereithielt. Neben Bastel- und Rätselstationen, die hier liebevoll eingerichtet wurden, natürlich der Nicolo. Es bedarf viel Vorbereitungszeit und natürlich am Tag selbst Muskelkraft, damit alles steht und wunderbar leuchtet. Warum glauben Sie, ist es denn so wichtig, solche Traditionsveranstaltungen weiterleben zu lassen? Wenn man heute nur mehr in die sozialen Medien schaut oder digitalisiert, dann wäre das zu eintönig und irgendwann einmal, glaube ich, nicht ganz gut für uns. Und deswegen ist es wichtig, solche Veranstaltungen zu machen, um genau hier dieses Feeling, dieses Live-Feeling aufleben zu lassen und auch durchzuführen. Und da kann man nur den Veranstaltern gratulieren heute, die das durchgeführt haben. Vor allem in Treskirchen sind wir dafür bekannt, dass wir alle Feste nutzen, um sie auch zu feiern und zusammenzukommen. Und ich glaube, das stärkt einfach die Gemeinschaft, wenn man sich immer wieder sieht und austauschen kann. Und heute ist auch wieder so ein Tag. Brauchtümer sind ganz wichtig, weil es ein Ort und ein Platz und eine Gelegenheit ist, dass man zusammenkommt, dass man sich austauscht, dass man miteinander spricht. So gesehen für die Gesellschaft auch ganz wichtig, dass die zusammenkommen. Ich bin ja über diese Tage mit voll vielen Einrichtungen, voll vielen Events unterwegs und bin halt der Assistent des Nikolaus. Aber das ist uns sehr wichtig in der Stadt, weil wir alle wissen, was wir selber damit verbunden haben und das wollen wir auch weitergeben. Was genau ist Ihre Aufgabe auch heute hier? Heute ist es meine Aufgabe, den Nicolo zu unterstützen und auch das Christkind. Und ich bin nur ein Helferchen und höre mir die Wünsche von den Kindern gerne an. Was für Wünsche gibt es denn auch vielleicht von dem Engel an die Kinder für die Weihnachtszeit? Dass sie sehr brav und artig sind und ganz viel Liebe und Glücklichkeit verbreiten. Ja, die Wünsche sind mannigfaltig für diese Zeit. Wir sind begleitet von wahnsinnig vielen Krisen. Die Gesellschaft spaltet sich. Und so gesehen auch wieder ganz wichtig, dieser Tag heute. Ja, was soll man in der Adventszeit wünschen, dass man alles schafft, was man sich noch vorgenommen hat. Nämlich auch, wenn es manchmal ein bisschen hektischer wird, wenn man auch versucht, Geschenke, die richtigen, zu besorgen. Aber dann wünscht man sich natürlich da in Richtung Weihnachten und im Weihnachtsabend, dass man echt ein bisschen zur Ruhe kommt und Zeit mit seinen Liebsten verbringen kann. Heute Nachmittag wurden hier in Treskirchen für ganz viele strahlende Kinderaugen gesorgt. Wie wichtig sind denn solche Veranstaltungen für die Stadtgemeinde generell? Naja, wir machen das natürlich nicht ohne Grund, sondern wir wollen in der Stadt immer Kinder lächeln, Kinder strahlen, vor allem strahlende Augen ermöglichen. Da haben wir viel Arbeit jedes Mal, diesmal auch wieder mit Tourismus- und Wirtschaftsförderungsverein und mit vielen Gemeindevertreterinnen und Vertretern gemeinsam, um einfach dieses Kinderlachen zu provozieren in einem positiven Sinne. Ich glaube, dass Treskirchen eine Kinderstadt ist und so gesehen machen wir wahnsinnig viel für die Kinder. Eben diese Nicolo-Aktion, wir verteilen Sackerln für die Kinder und dabei ist es komplett
unwesentlich, ob die Kinder brav oder schlimm waren, sind alles unsere Kinder. Ich finde das eine tolle Aktion. Ein erfreuliches Erlebnis für alle Gäste und insbesondere eine schöne Erinnerung für die jüngsten Teilnehmer in der zauberhaften Vorweihnachtszeit.